Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Sea. Heute tatsächlich aber komplett under the sea. Wir sind nämlich gerade bei der absoluten Überquery, die wir letzte Folge aufgebaut haben. Die ist ein bisschen gelaufen, allerdings nicht so super lange, weil ich keine Kohle mehr hatte. Das ist unsere Ausbeute. Es ist noch nicht super viel, aber wenn wir das Ganze später komplett hinbekommen, dass sie immer läuft, dann wird sich das auf jeden Fall lohnen. Wir haben 16 mit diesem Void Static bekommen. Und ich glaube, das Coolste, was wir bekommen haben, ist Iridium und Platin. Würde ich jetzt so sagen. Die anderen Erze kenne ich jetzt nicht so übertrieben gut. Deswegen weiß ich nicht, ob die unbedingt so viel wert sind, wie man denkt. Aber wir nehmen die mal mit nach oben und legen sie auf jeden Fall in unser wunderbares automatisches Lagersystem, um da ein bisschen was weiterverarbeiten zu können. Und natürlich auch Chili Willy, wir dürfen es nicht vergessen. Einen wunderschönen guten Tag auch an dich. Ich hoffe, dir und den Zuschauern geht es grandios. Wenn das der Fall ist, lass super gerne eine Bewertung da. Für heute haben wir nämlich wieder ein bisschen was Cooles vor. Nummer 1 wäre, glaube ich, mal aufräumen hier drin ganz gut angesagt. Und wir wollen uns heute einen fetten Steamhammer bauen. Denn uns fehlen noch einige der Basic Quests, die wir hier noch abschließen müssen. Das heißt, wir sind ja jetzt hier schon in Auto-Sluicing und Void Mining und sowas mit drin. Allerdings, uns fehlen noch wirklich sehr viele Sachen, die uns das Leben sehr krass erleichtern würden. Unter anderem die ganzen Quests hier drüben. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel ein bisschen Solar Stuff. Wir brauchen einen Kiln. Das ist die Sache, um die ich mich auf jeden Fall kümmern will. Denn ich benutze die ganze Zeit, um irgendwelche Leute herzustellen. Diesen Grinder hier, mach mir das und lass ihn zusammenschmelzen. Und das dauert super lange. Und mit dem Kiln können wir das komplett automatisch machen. Das heißt, hier drin können wir praktisch unsere Alloys herstellen, ohne die erst mit Dust irgendwie machen zu müssen. Und da brauchen wir den Kiln Brick, das normale Bricks und Dried Reef. Ich weiß nicht, ob wir noch Reefs haben. Nicht mehr so viele. Und ich meine damit nicht Reefed. Dann müssen wir da auf jeden Fall auch gleich nochmal auf den Meeresgrund und uns da ein bisschen was von mitholen. Aber wir brauchen erstmal ein bisschen mehr Clay. Alright. Ich glaube, das sollte genug sein, um uns hier unsere Kiln Bricks zu machen. Ausgezeichnet. Und dann nehmen wir uns einfach wieder den Engineering Hammer. Ey, time to kiln. Und dann können wir damit praktisch den Ofen aufbauen. Zuvor würde ich jetzt aber ganz gerne meine Base ein bisschen zweiteilen. Ich habe gesehen, viele Leute, die C-Block gespielt haben, die haben praktisch einfach eine Zwischenetage hier drüben reingezogen. Und das werden wir jetzt auch mal ganz kurz machen. Einfach aus Holz, denke ich mal. Das war der Rohstoff, von dem wir am meisten haben. Und dann gehen wir praktisch einfach hier hin, machen uns ein paar Slabs. Ach Leute, die werden direkt ins System gelegt. Ah, okay, okay. Und dann gehen wir halt irgendwo, ich sag mal, auf die Höhe hier drüben und dann können wir uns hier so eine kleine Galerie oder so bauen. Die Frage ist nur, wo wir hoch wollen. Vielleicht hier in der Mitte? Ja, was sagt er dazu? Jetzt haben wir zumindest schon mal die beiden Öfen hier oben aufgestellt. So eine kleine Holzplattform mit dazu. Und theoretisch hätte ich jetzt gerne tatsächlich noch so einen kleinen Zaunrand hier außenrum. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das unbedingt machen will. Weil ich will nicht einfach, dass hier oben also komplett still haben. Vielleicht machen wir den Zaun auch lieber komplett hier oben drauf. So eine Art. Aber dann ist halt wirklich schon sehr beengt hier oben. Ich weiß nicht. Okay, noch weiter aufgeräumt. Die Maschine ist ein bisschen kompakter geworden. Hier oben unsere Öfen. Wir haben jetzt hier unser Lager. System mit einer schönen Wand. Die Öfen direkt hier drüben. Ich habe das Loch noch ein Stückchen versetzt. Die Leiter ist jetzt hier und unsere Ratte hat einen kleinen eigenen Platz bekommen, sodass sie die Items direkt in die Kiste legen kann. Und ich glaube, das ist für jetzt schon mal relativ okay. Später werden wir das natürlich noch ein bisschen weiter ausbauen, gerade mit hier drüben und sowas dann noch mit dazu. Vielleicht machen wir noch einen Bereich für Chili Willy. Aber da werden wir dann sehen, wie das Ganze so ist, wenn wir soweit sind. Jetzt bauen wir erstmal dieses wunderbare kleine Mini-Ding auf. Das ist unser Alloy Kiln und in dem können wir jetzt die ersten Rohstoffe packen. Herstellen oder die ersten Alloys herstellen, was uns eine Menge Zeit ersparen wird. Und dafür kriegen wir sogar einen Engineer's Hammer. Das heißt, die Quest hätten wir vielleicht auch ein bisschen früher machen sollen. Und wenn wir schon bei Alloys sind, dann bleiben wir auch gleich mehr oder weniger bei dem Thema, und zwar das Forge Lexikon. Dieses Ding kann man praktisch benutzen, um irgendwelche Sachen umzuwandeln. Das heißt, wenn man ein Ingot aus einer bestimmten Mod hat, dann kann man das zu einem Ingot einer anderen Mod machen, weil oftmals gibt es mehrere verschiedene Sachen. Zum Beispiel gibt es hier auch drei verschiedene oder vier verschiedene Koppersorten. Es gibt Kopper von Embers, es gibt Kopper von Immersive, es gibt Kopper von Magneticraft und es gibt Kupfer von Thermal Expansion. Vielleicht sogar noch irgendwas, das ich jetzt übersehen habe. Aber ihr seht, es gibt sehr viel Kupfer. Und wenn man zum Beispiel in einer Maschine eine bestimmte Art davon braucht, dann muss man das irgendwie umwandeln. Und deswegen brauchen wir das Forge-Lexikon. Und das ist ein Buch mit Cyan-Korallen umrandet. Oh mein Gott, davon haben wir sogar genug. Das ist super gut. Und wie viele Bücher haben wir? Absolut gar keins. Dann gucken wir, ob wir uns da hoffentlich eins bauen können. Nee, fast. There we go. Da ist unser Forge-Lexikon. Brand Loyalty. Sehr cool. Cool, dafür kriegen wir 5 Gil. Das nehme ich sehr gerne an, denn für später wird das, wie gesagt, denke ich mal, wichtig werden. Übrigens, mittlerweile ist unser Storage-System auch so mehr oder weniger an seinem Limit. Also wir haben sehr viele Items, so zum Beispiel 2500 Clay, die halt wirklich das System vollmüllen. Oder auch 600 von diesem Plastic Waste. Ich weiß gar nicht, ob wir damit was bauen können oder ob das wirklich einfach nur
Red Water Bottle können wir damit machen. Wir können Raw Plastic daraus machen. Daraus können wir wiederum verschiedene Sachen für unsere Ratten machen. Oh, oder wir können es für Adhesive benutzen. Ah, das ist ziemlich gut. Anstatt Clay können wir dann Plastik benutzen. Aber Clay haben wir auch super viel, deswegen würde ich, glaube ich, lieber Clay benutzen. Aber ich meine einfach, wir müssen irgendwann wieder unser System ausbauen. Wir können es jetzt ganz kurz machen. Wenigstens so eine Storage-Box da drüben dran. Jetzt frage ich mich, ob da... Ja, das geht! Wie cool ist das denn? Wir haben hier unseren Tank mit Creosote Oil und den können wir einfach auch benutzen, um uns daraus direkt Treated Wood Planks zu machen, wie das praktisch mit einem Eimer der Fall wäre. Das Ding ist echt ziemlich cool, ne? Das wird einfach wie ein Eimer komplett behandelt. Dann brauchen wir noch ein paar normale Kisten. Und wir brauchen nochmal diesen Tank, damit wir uns, oh Gott, das Ganze gleich bauen können. Boom, there we go. Bauen wir uns zwei Stück davon und dann nehmen wir das ganze Creosote Oil wieder raus. Und dann können wir die Storage Box meinetwegen mal hier hin und vielleicht hier oben drüber setzen. Oder hier drunter nochmal, weil die sieht man dann eh nicht. Setzen wir uns einfach mal da dran. Sehr cool. Und jetzt haben wir 20.000 Plätze. Holy, die geben 2.500 each. Das ist ziemlich viel. Aber ey, ich will mich nicht beschweren. Ich nehme das Ganze mit absoluter Kusshand an, so wie jede Firma René annehmen würde. Denn der hat 10 Jahre lang auf dem Bau gearbeitet. Apropos Bau, jetzt geht es um Hammer Time. Und zwar um den Steam Hammer. Das Ding bin ich sehr gespannt drauf, weil damit können wir Platten herstellen und das Ganze ein bisschen cooler und ein bisschen ersparnismäßiger als zuvor. Wir haben ja auch unsere Ratte, die wir benutzen können, aber so haben wir eine zweite Sache und vor allem eine sehr viel coolere Sache, auch wenn die Textur von dem Mod immer noch sehr komisch aussieht. Der Steam Hammer ist eine Möglichkeit für uns, automatisch Platten herzustellen und wir brauchen dafür weniger Material als ein Blacksmith Table. Allerdings brauchen wir Overflowing Water und wir brauchen Coal, damit wir Steam produzieren können, also ein Dampfhammer. Der Steam Hammer braucht außerdem eine Diamond Pickaxe, steht hier mit dabei, um ihn bewegen zu können, oder wir können den Moving Wand benutzen, um den zu versetzen. Aber wir kriegen actually eine Diamond Pickaxe, das ist ziemlich cool. Dafür brauchen wir LED und einfach nur 2 Pistons. Das ist eigentlich Pipifax im Gegensatz zu den Sachen, die wir bis jetzt gemacht haben. Aber es ist ja eigentlich auch ein Rezept, das wir schon ein bisschen früher hätten craften sollen, ne? Gehen wir in eine Blacksmith Table und dann machen wir Baboom. Wir hätten uns sogar direkt super viele davon kaufen können, aber oder bauen können. Brauchen wir aber nicht. Da ist es. Hammer Time. Quest completed. Give it to me, baby. Und dafür kriegen wir sogar Soundproofings 2 Stück. Wahrscheinlich wird das Ding super laut sein und eine Diamond Pickaxe mit dazu. Und eigentlich, ich weiß nicht, wie groß oder wie krass der aussieht so, aber wir stellen ihn einfach mal hier hin. Oh, okay, er ist nicht unbedingt groß. Ich habe irgendwie gedacht, er ist 3x3 Blöcke groß oder sowas. Ja, diese Textur finde ich ein bisschen doof. Das hat einfach nur so eine schwarze Textur mit ein bisschen Noise. Da ist nicht viel Mühe reingeflossen. Okay, aber wie wir schon gelernt haben, brauchen wir Wasser und wir brauchen Kohle, damit hier drin was passiert. Ah ja, und jetzt geht auch schon die Temperatur praktisch hier drüben ein bisschen hoch. Die geht sogar sehr schnell hoch. Und dann haben wir drüben Steam. Ich frage mich, ob der Steam irgendwann weggeht. Ich hoffe auch mal, dass er nicht explodiert, weil er zu viel Druck haben würde oder so. Nee, sieht gut aus. Aber er braucht trotzdem die Kohle auf. Mal gucken, ob er die Kohle auch aufbraucht, wenn er die Max-Temperatur erreicht hat. Ja, okay. Und wenn ich die rausnehme, dann verbraucht er den Rest, den er gerade drin hat, auf jeden Fall noch. Aber unser Steam geht nicht runter. Die Temperatur geht nur runter. Aber ich meine, das sollte jetzt nicht so super schlimm sein. Aber was wir denn actually machen könnten, und ich hoffe mal, das funktioniert, wäre einfach eine Pumpe hier drüben anzuschließen. So, weil die müsste ja auch... Ist sogar von derselben Mod, ne? Ah. Dann hoffe ich natürlich doppelt, dass das Ganze funktioniert. Dann geben wir dir einfach noch ein Redstone-Signal und dann müsste er eigentlich Wasser hier automatisch auffüllen. Jawohl, perfekt. Okay, geben wir ihm das Wasser wieder zurück. Dann kann er das schon mal hochballern. Und jetzt haben wir hier Steam drin. Und wenn wir uns dann jetzt zum Beispiel... Sagen wir einfach mal Eisenplatten machen wollen. So einen halben Stack. Dann werfen wir hier oben Eisen rein. Okay, du bist wirklich laut. Und dann macht er hier Stück für Stück Steam. Er braucht 100 Millibuckets Steam pro Operation, so gesehen, die er hier macht. Und eben ab 100 fängt er wahrscheinlich an, dann ein bisschen Steam für uns herzustellen. Oh, er hat aber eine coole Animation. Okay, davon bin ich Fan. Not gonna lie. Aber es ist trotzdem noch sehr laut. Ich weiß nicht. Geben wir ihm noch ein Soundproofing? Dann wird er auf jeden Fall ein bisschen leiser, aber er ist jetzt immer noch nicht super, super leise. Wir können das eigentlich auch weglassen. Also so einen großen Unterschied macht das Ganze jetzt nicht unbedingt, oder? Na, es geht. Aber dann lassen wir den hier praktisch einfach arbeiten. Steam haben wir drüben mit am Start. Das wird natürlich ein bisschen weniger. Water wird immer mehr. Und dann haben wir jetzt hier gleich die Platte. Aber ich glaube, actually, dass unsere Ratte ein bisschen schneller ist als der Steam Hammer. Aber... Wir könnten sie ja mal einen Wettkampf machen lassen, ne? Warum braucht unsere Ratte eigentlich keine Ressourcen, wenn wir ihr jetzt einfach die Sachen geben? Und der müsste sie jetzt direkt hier unten reinlegen. Ich hoffe mal, das macht er auch. Nein, macht er nicht. Oh, Radinsky? Frech. Nein, meine Ratte ist irgendwie hinten drin und ich bekomme sie da nicht raus. Ich hoffe mal, ich mache jetzt keinen Damage, wenn ich ihn abbaue. Okay, puh. Glück gehabt, ey. Ja, dann müssen wir unsere Ratte halt trotzdem noch irgendwie einen Hopper oder so machen, ne? Weil er das sich automatisch reinlegt. Das ist halt ein bisschen doof. Oder es kann natürlich auch sein, dass er einfach nicht mit der Crate klarkommt, sondern lieber eine Kiste haben möchte.
Und dann, ja, eine Kiste liegt ja sofort. Okay. Ja, dann müssen wir dafür eine Kiste benutzen. Dann müssen wir vielleicht aber den hier ein bisschen versetzen. Aber der ist so schön hier dran, ne? Wir können ja mal gucken. Legt er das auch automatisch in eine Trap-Chest? Ah, ja. Okay, cool. Dann benutzen wir einfach eine Trap-Chest für das ganze Ding. Ja, da verbinden die sich nicht. Und dann kann er hier seine Platten automatisch reinlegen. Er hat erst 23 und du hast 6 Stück? Was ist denn mit ihm? Okay, unser Hammer ist ja absolut gar nicht gut. Ich habe gedacht, es ist ein cooler Hammer, aber es ist kein cooler Hammer. Radenski, du bist ein besserer Mensch. Eine bessere Plattenproduktionsmaschine. Damit wir irgendwann auch ein bisschen was an Energie bekommen, müssen wir jetzt diese Quest dann hier drüber weitermachen. Und da brauchen wir 96 Modularium. Wir haben, glaube ich, mittlerweile schon so viel irgendwann mal gecraftet. Das Problem ist nur, dass natürlich alles in die Maschine hier geflossen ist und deswegen die Quest, naja, nicht unbedingt weitergerechnet hat. Deswegen benutzen wir jetzt einfach mal wieder ein bisschen was an Nickel und ein bisschen was an Kupfer und gleichzeitig mit dazu unseren Kiln, den wir neu und netterweise mit dazu bekommen haben, machen wir das hier. Und dann packen wir das beides hier drüben rein und daraus kriegen wir jetzt gleich ein bisschen was an Konstantan, wenn wir das hier richtig gemacht haben. Genau, 2 Konstantan kriegen wir für die beiden Ingots hier. Und das werden wir wiederum brauchen, um uns praktisch damit unser Modularium herzustellen. Das heißt, das war dieses Inworld-Ding mit Konstantan in Redstone und Redstone in Purified Water. Ich hoffe mal, wir haben noch genug Redstone, um das Ganze zu machen. Aber ich denke einfach mal schon. Also ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Wir machen uns mal so 8 Stück. Kommt das hin? Haben wir Modularium noch? 2 Stück. Wow. Das ist leider nicht so unglaublich viel, aber es soll für den Anfang einfach mal reichen. So, hier bei unserem Bucket, wir bräuchten auch immer noch eine Art Station, wo wir sowas machen können. Ne? Darum habe ich mich noch gar nicht gekümmert. Also die habe ich wieder abgebaut jetzt gerade. Na, bauen wir das erstmal wieder hier drüben auf, machen Destabilized Redstone. Da müssen wir aufpassen, weil Destabilized Redstone macht tatsächlich auch wirklich ein Redstone-Signal und ich habe keine Lust. Da ist unser Chiliwinski-Freund hier drüben. Ja, du bist gemeint. Besser ist, geh lieber weg von der Schlucht hier drüben, dass er nicht reingeht, weil das wäre irgendwie ein bisschen doof. Alright, das sollte unser letztes Modularium gewesen sein. Consume Node, das ist sehr gut. Das heißt, damit können wir die Quest claimen. Und da wird auch nochmal ein bisschen was erklärt, was unsere Mechanical Power angeht von Ember, die wir ja noch nicht benutzt haben, aber die wir wahrscheinlich bald benutzen werden oder so. Hier kriegen wir Swim Speed mit dazu und warum wir das Ganze gemacht haben. Eine der wichtigsten Quests wird Getting in Gear sein und dafür brauchen wir super viel Zeug. Ich war, glaube ich, ein bisschen zu schneller. Also ich kann es mir irgendwie nicht so ganz vorstellen oder vielleicht doch. Nee, jetzt kann ja nicht das Richtige sein. Okay, ich habe erst gedacht, wir reden vielleicht von dieser Fabrik hier drüben, weil das ist die Ember Ore Factory und dafür bräuchten wir die Sachen hier, aber die haben wir eigentlich schon hier drüben gemacht, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Also irgendwie auch nicht, weil das war die Ember Ore Factory und hier kriegen wir die Ember Mechanic. Ah, okay. Dann ist hier vielleicht einfach ein Fehler drin. Hey, guck mal, und hier wird es auch erklärt, wie wir Mechanical Power benutzen. Das heißt, Mechanical Power können wir über den Steam Boiler, also mit Wasser und Kohle erzeugen oder mit Ember und der Kohle, dem Steam Boiler und solchen Sachen oder mit dem Ember Mechanic und das ist das Ding, was wir hier brauchen und um das Ganze zu verbinden, müssen wir immer Shift klicken, das haben wir aber noch nie gemacht. Deswegen ist das ein bisschen doof. Dafür bräuchten wir wieder einen Copper Bucket, genau, daran erinnere ich mich noch. Ich denke mal, die Sachen haben wir nicht ready. Werden die Dinger consumed, jetzt mal so als doofe Frage? Nein. Weißt du, was wir dann ganz kurz machen? Wir joinken uns einfach mal ein paar Dinger von hier drüben, zum Beispiel das Teil hier und das Teil hier. Die detecten das und geben die Quest ab. Hehe. Verarscht. So. Und dann bauen wir das Ding wieder hier drüben dran. Genauso wie den Machine Controller. Unser Ember-Ding wieder. Und dann haben wir jetzt den Blueprint für den Ember Mechanic. Wir können uns aber angucken, wie das Teil gebaut wird. Das ist einfach nur, okay, so wirklich so ein kleines 2x2-Ding mit einem Nether Furnace. Okay. Also da bin ich gespannt. Ich will jetzt, glaube ich, noch nicht so viel mit mechanischer Energie machen. Müssen wir mal gucken. Dafür brauchen wir auch noch Mechanical, Mystical Mechanical. Haben wir den nicht schon gemacht? Doch, Mystical Mechanical Input, den haben wir auch schon einmal gemacht. Der Mechanical Output ist wie eine Art Handcrank. Shift-Right-Clicking auf eine Gearbox ist, dass es dann richtig dreht. Okay. Oh, hier kriegen wir ein Cheat-Sheet mit dazu. Nice. Okay, das ist super, super gut. Ist das das Falsche? Mystical Mechanical Input? Ah, aber können wir das nicht einfach umcraften? Nee, warte, wie machen wir den Output? Nein, den müssen wir uns wirklich so bauen. Naja, okay, ich meine, so super teuer ist es auch nicht, aber ich habe gehofft, wir können uns ihn einfach so auf alte Art und Weise ein bisschen erschleichen. Damit war aber leider nichts. Wir machen uns, glaube ich, auch mal wirklich ein paar mehr Gears, so dass wir da ein paar auf Vorrat haben. Tada, there we go. Jetzt brauchen wir nur einen neuen Hammer. Und dann haben wir hier unseren Mystical Mechanical Output. Tada! Sehr cool. Der kommt aber auch erst wieder in unser wunderbares System rein. Da kriegen wir jetzt diesen kleinen Cheat-Sheet. Ah ja, okay. Das sieht alles ein bisschen anders aus als bei uns. Aber das ist trotzdem so cool, dass man diese Bilder hier mit dazu bekommt, wo Sachen erklärt werden. Da hinten ist also ein Combustion-Chamber mit einem Steam-Boiler. Dann Fluid-Extractor mit einem Hebel. Danach kommt die Steam-Engine. Ah, das heißt, die Steam-Engine braucht auch wirklich Steam und die erzeugt nicht von selber Steam. Okay, das macht irgendwie Sinn. Dann der Core-Deactuator und das Ganze dann einfach verbunden über die Ember Query.
Das klingt cool. Okay, also können wir wirklich mit der Sache dann unsere Ember Quarry mit mechanischer Energie ein bisschen versorgen, was, glaube ich, ganz cool wäre, wenn wir da hinkommen. Und für den Nether Furnace brauchen wir Heated Glass, super viel Compressed Netherrack und ein bisschen Lava. Und dann kriegen wir den Nether Furnace komplett mit dazu. Und danach kommen wir zu Getting in Gear, was wahrscheinlich einfach nur ein paar Boxen sind. Aber da werden wir beim nächsten Mal weitermachen, denn morgen werden wir unseren ersten Strom erzeugen und damit auch die ersten Sachen verarbeiten, so gesehen. Da freue ich mich wirklich sehr drauf, so die erste Energie zu erzeugen in solchen Modpacks. Ist immer ein cooler Schritt in Richtung Zukunft, so gesehen. Und ich glaube, Chili Willi steht auch schon absolut unter Strom und freut sich darauf. Also, wenn ihr das sehen wollt, schaltet zu Beginn morgen um 16 Uhr wieder ein. Da gibt es die Folgen immer. Lasst eine Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also da rein. Oh, bis dann. Peace.